Und da sind wir wieder. Wir versuchen nochmal wieder hier da hoch zu dem Warlord zu kommen und dann klauen wir, was das Zeug hält. Jetzt, wo ich rausgefunden habe, wie man schleicht, gehört uns der ganze Kram natürlich da drin. Gar keine Frage. Entschuldigung. Genau, komm du mal. Hier gab es auch nicht noch einen Eingang, ne? Nee. Wie kriege ich denn die Wache da weg? Da hinten gab es auch noch einen Ort, wo man nicht hin darf. Nee, doch nicht. Gab es hier nicht noch eine Stelle, wo man nicht hingehen darf? War es hier? Ja, hier ist auch noch eine Stelle, wo ich hingehen darf. Wo ich jetzt doch hingehen darf. Asselfleischteller, nice. Oh, Omelette des Berserkers. Ich wollte zwar eigentlich woanders looten. Hey. Ist doch alles nicht so wild. Ist sowieso keiner in Sicht. So, und sonst? Wie läuft es bei euch so? Ist ja eigentlich noch ein Schwefelbrocken irgendwo liegen, den ich vielleicht haben könnte. Achso. Lalalalalala. Ich merke sofort, wenn jemand schleicht. Was willst du hier? Hier hast du nichts verloren. Ja, lauf nur, lauf! Oh. Der war schon im Raum drin. Das ist natürlich auch ärgerlich. Komm doch mal raus. Geh mal woanders hin, Alter. Typ, ey. Lalalala. Zum Essen. Den Zugang dahin. Alter. Alter. Lauf nur, lauf. Aha, der steht immer entweder auf dieser Seite oder auf der anderen Seite draußen. Der patrouilliert durch das Büro quasi. Mann, willst du mich verarschen? Das kannst du doch nicht bringen, ey. Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Wer so rumnervt wie du. Das ist einfach nur nervig. So, wollen wir doch mal sehen, was wir da für eine Monsterwaffe geklaut haben. Lange Historie, Spuren sind. Okay, das ist jetzt 45 plus 23, 41 plus 19. Das ist schon doch deutlich stärker noch als das, was wir da hatten. 45 und 23, 53, 31. Gut, das ist aber auch ein Zweihänder.
Energie. Regentenschwert. Das wäre auch. Hier, das Breitschwert. Zwei Geschick dazu. Und wir können das Ding benutzen. Mit 22 Schaden. Ja, gut. Statt dem hier mit 22. Aber es würde schon ein bisschen cooler aussehen als blöde rostige Axt. Kann verbessert werden. Ja, komm, das ist nicht den Aufwand wert. Ändert ja nichts. Nach dem Wesen. Nee, ich klaue jetzt hier nicht nochmal. Ich gehe jetzt das Schwert weg tun. Verticken. Und so. Ich jetzt noch wüsste, wo ich das mal noch hin tun sollte. Ich glaube, der war weiter unten, der Typ. Ja, hier war der. Hier auf Hecke. Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Aha. Bis nachher, die Zeche geht auf mich. Ja, nice, das ist ja gut zu wissen. Speichern. Wegen der Raritäten. Ja? Ja, ein paar. Ich habe hier ein paar Heilwurzeln für dich. Ausgezeichnet. Und du sollst natürlich nicht leer ausgehen. Hier der versprochene Lohn. Oh, und falls Born dir den Auftrag gegeben haben sollte, sie zu beschaffen, sag ihm einfach... Ach, dir wird schon was einfallen. Ist das hier das Schwert, das du suchst? Schwer zu sagen, aber vom Alter kommt es hin. Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen. Würde zu gern Ragnars blödes Gesicht sehen, wenn ihm auffällt, dass ihm sein bestes Stück fehlt. Also sein Schwert, nicht sein, du weißt schon, was ich meine. Und die Bezahlung? Hier, das reicht, schätze ich. 1000! Ja, nice, da bin ich zufrieden mit. Aber die Klerikerwaffen gebe ich trotzdem nicht ab. Mal. Ich will handeln. Sicher doch. Mal gucken. Eine braune Lederkapuze für zwei Rüstungen. Oh was, wir haben 2000 Elixit. Wo haben wir das denn her? Geil. Oder eine Flatterer-Mütze. Ich will die beide ausprobieren, aber ich will sie nicht haben. Aber die braune Kapuze. Jägerrüstung. Für 800 kann man das eigentlich mal machen. Mechanikerhemd. Okay, wir machen jetzt nochmal einen Speicherpunkt. Bombs. Und kaufen nochmal bei ihm ein. Ich will handeln. Gucken uns den ganzen Scheiß an und entscheiden uns dann, was wir haben wollen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So. Achso, möchte ich abschließen. Dann gucken wir uns den Kram an. Technik. So. Boah, die kann ich gar nicht tragen, die Rüstung. Ha. Muss ich Konsti auf Nummer 10 Punkte erhöhen. Na gut, geht Konstitution mal auf 12 hoch. Oh, halt auf 20. So. Ja, Erinnerung übernehmen. Rüstung. Ja, gut. Das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Weil die Kapuze ist schon seltsam. Oh, verdammte Technik. Und
dann gucken wir das Ganze nochmal so an. Okay, das Technikerhemd sieht schon ziemlich modern und cool aus, muss ich sagen. Was ist das hier für ein Abzeichen an der Seite? Das ist ein bisschen asiatisch angehaucht, das Technikerhemd. Da muss ich sagen, ist die Jägerrüstung doch ein bisschen cooler. Ganz ehrlich, die Techniker, die Flatterer-Kappe. Nee, ich weiß ja nicht. Oh, verdammte Technik. Das sieht auch sehr seltsam aus. Ja, dann. Von den Werten her sind die gleich, ne? 45, 12. Die Rüstung sieht halt schon doch deutlich cooler aus. Aber ich will eigentlich keine Berserker-Klamotten haben. Okay, ich kaufe nichts. Fertig, Problem gelöst. Ich will ja kein Berserker sein. Da kann ich auch nicht deren Kram tragen, eigentlich. Oh, wobei Rüstung plus 12 halt schon ganz schön. Ach, vielleicht kann ich noch was lernen. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Schlösser knacken nochmal erhöhen. Finde ich schon cool. Klauen. Man klaut nur zweimal. Oh, Waffen aufrüsten wäre natürlich auch noch eine interessante Sache. Goldschmied, Chemie, Hacken. Aber ich habe noch nie ein elektrisches Schloss gesehen, scheißegal. Das wird wahrscheinlich bis später warten können. Bergbau. Brauchen wir, glaube ich, auch erstmal noch nicht. Das heißt, ich mache nochmal Schlösser knacken und klauen. Aber Handwerk, ich weiß ja nicht. Klauen kann ich nicht lernen, weil ich auch nicht genug Attributpunkte habe. Nochmal Schlösser knacken. Schlossexperte kann ich noch lange nicht kriegen. Machen wir noch einmal Schlösser knacken und dann. Hallo? Wieso? Ist meine Tastatur irgendwie? Eingaben. Nö. So. Reicht aber jetzt. So, ich muss auch wieder los. Du musst also wieder los. Selbst dran schuld. Was hat mir denn hier überhaupt noch für Lehrer? Auf mich hört ja keiner. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Hält's auf. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Klar. Meine Fresse. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Nein, du musst dich verhört haben. Dafür gibt er mir einfach 30 Tagen. Okay. Denkst du? Ja, dann... Die war schon immer so. Was haben wir denn überhaupt noch für Lehrer hier? Sowas hätte ich auch gerne. Alrik hatten wir gerade. Sinder. Persönlichkeit. Das klingt doch auch nochmal interessant. Kampflehrer, ja, okay. Überlebenslehrer. Gehen wir erstmal zu Sinder. Markierung ist X. Warte mal, diese seltsamen. Naja. Ah, hallo! Aha, ich habe ein Quest abgeschlossen, indem ich schimmliges Brot hier vom Müll geklaut habe. Ja, frag mich nicht, was das für ein Quest sein soll. Hey, wo hat denn dieses Haus seinen Eingang? Hier.
Ah, Lysinda ist die Händlerin. Aha, aha, aha. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Bring mir etwas bei. Natürlich. Aha, man kann die Sachen, die man hier von ihr lernt, dann gleich umsetzen. Ach, das hatte ich ja schon irgendwann erfahren. Ja. Mehr Erfahrung für getötete Feinde. Das wäre auch wieder ein Knaller. Das sind alles Sachen, wo man Intelligenz für braucht. Und Intelligenz ist nicht so meine Stärke zurzeit. Das sind auch vor allem Sachen, wo man alle viel Attribute. Wieso geht denn jetzt schon wieder Tastatur nicht mehr? Was ist denn hier verkehrt? Geht nur manchmal, das ist ja echt Wahnsinn. Naja. Erhöhten Kampfwert, Leben mit Lebenswert, Theorie, alles in Theorie. Erhöht die Kampfkraft, zahle weniger für Verbrechen, schwache Tiere greifen dich nicht an. Zusätzlicher Attributpunkt. Ja, genau. Das sind aber alles Sachen, die ich mir auf längere Sicht irgendwann mal angucken kann. Bei der kann ich nichts lernen. Immer dieser Technikkram. Born und Hakon. Wir können ja mal überhaupt mal gucken, was kann man denn überhaupt so lernen? Fällt mir gerade so ein. Das ist ja viel schlauer, das so rumzumachen. Handwerk. Das sind Überlebensresistenzen. Bonusrüstung. Tiertrophäen. Tiertrophäen wäre nochmal gut. Abenteurer. Ja, muss nicht. Ja, sechster Sinn wäre vielleicht manchmal ganz praktisch. Muss aber nicht zwingend. Ausdauer. Mehr Ausdauer wäre schon cool. Da müsste Konstitution noch deutlich steigen. Das könnten wir gerade so machen. Okay. Tiertrophäen wäre cool. Das wollen wir uns nicht. Können wir nicht, uns nicht leisten. Handwerk haben wir schon geguckt. Habe ich nicht Handwerk schon? Ja, genau. Ah, das bringt nur einen Punkt, wenn ich nur ein. Ah. Oh. Das ist ja ärgerlich. Persönlichkeit. Berserker, ja, nee, Outlaw auch und Kleriker. Das heißt. Gucken wir mal bei Kampf. Angriffsstärke. Kann ich. Ich kann alles. Also ich kann noch 5 Punkte auf Stärke setzen und dann Nahkampfschaden erhöhen. Das wird glaube ich gar nicht schaden. Dann machen wir das doch mal. Gehen wir rum zum Kumpel Duras. Der kann mir aber erst was beibringen, wenn ich ihm den Quest gemacht habe. Das ist doch bescheuert. Na gut. Dann machen wir hier jetzt erstmal Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder.